Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in Psalm 119, da heißt es: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Können wir diesem zustimmen? Ist Gottes Wort für uns ein Licht auf unserem Weg? Oder ist Gottes Wort für uns vielleicht auch oftmals das, was wir im Nacken spüren? Dieses Wort Gottes, seine Gebote, die uns vielleicht als erstes einfallen, die uns sagen, du sollst, du sollst, du sollst nicht oder gar du musst. Viele Menschen empfinden das Wort Gottes auch als eine Last. Ja, viele sagen auch, von dem Wort Gottes wird uns die Freiheit genommen. Es will uns die Freude am Leben nehmen. Aber ich möchte heute eine ganz andere Perspektive aufzeigen wo wir hoffentlich alle zustimmen können, ja, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Schauen Sie diese beiden Leitpfosten an, die wir kennen von Landstraßen und Autobahnen. Haben Sie diesen Pfosten schon einmal übel genommen, dass Sie ihnen sagen, wo es lang geht? Haben Sie diesen Leitpfosten schon einmal übel genommen, dass Sie ihnen sagen, wo Sie fahren sollen und wo nicht? Diese Leitpfosten, die meinen es gut mit uns. Sie zeigen uns die gute Straße. Ja, wir dürfen auch mithören, du führst mich auf rechter Straße. Die Leitpfosten wollen uns zeigen, wo wir fahren können. Die Leitpfosten wollen, dass unsere Fahrt gelingt. Und dass wir unser Ziel gut erreichen. Bei gutem Wetter, da brauchen wir diese Leitpfosten vielleicht gar nicht, um die Straße zu sehen. Aber bei schlechtem Wetter, schlechte Sicht wegen Regen, Schneefall oder Nebel oder einfach in stockdunkler Macht, da ist es sehr beruhigend, wenn wir im Scheinwerferkegel sehen, anhand der Leitpfosten, wie die Straße verläuft, wo wir fahren können, dass unsere Fahrt gelingt. Und wir an unserem Ziel wohlbehalten ankommen. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Gottes Wort, seine Gebote, die machen genau dasselbe. Sie wollen, dass wir auf der guten Straße bleiben, dass unsere Fahrt, unsere Lebensfahrt gelingt und wir gut an unserem Ziel ankommen. Ja, ich denke, diese Leitpfosten auf der Straße, die Gebote Gottes in unserem Leben, sie sind es, die uns auf der rechten Straße halten. Und wenn wir beten, du führest mich auf rechter Straße, Gott führt uns auch durch seine Gebote auf dieser rechten Straße. Die Gebote, wenn wir sie einmal genauer betrachten, die meinen es doch auch gut mit uns. Wenn es heißt, du sollst den Feiertag heiligen, dann ist uns damit gesagt, Du musst nicht immer arbeiten. Du sollst auch immer wieder zur Ruhe kommen und neue Kraft schöpfen. Wenn es heißt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, da ist doch im Blick, wir sollen in einer intakten und harmonischen Familie leben. Auch die Generationen miteinander. Auch das Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, will doch, dass unsere Ehen und Familien heil bleiben und Bestand haben. Du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Diese Gebote, die meinen es doch gut mit uns. Sie sagen uns schon, wo es lang geht, so wie diese Pfosten auch. Aber sie sagen uns, wo es lang geht, damit unser Leben gelingt und wir wohlbehalten an unserem Ziel ankommen. Können wir da nicht zustimmen bei Gottes Geboten, dein Wort? Ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Martin Luther übrigens sagte einmal bei den zehn Geboten: Wenn Gott sagt, du sollst nicht töten, dann sagt er dem anderen, dass er mich nicht töten darf. Und wenn Gott sagt, du sollst nicht Ehe brechen, dann sagt Gott dem anderen, dass er meine Ehe heilig halten soll. So kann man die zehn Gebote auch verstehen. Dann bekommen sie plötzlich ein ganz anderes Gesicht, ja das liebevolle Gesicht Gottes. Sein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Es gibt in der Bibel aber auch noch andere Bibelworte, Gottes Worte, die uns sicherlich gleich viel besser gefallen. Da erinnere ich mich an Bibelworte. Die sagen, dir sind deine Sünden vergeben, gehe hin in Frieden. Da sagt Jesus, dein Glaube hat dir geholfen. Oder im Alten Testament die Verheißungen, fürchte dich nicht, denn ich bin dein Gott, ich gehe mit dir. Diese Bibelworte, an die möchte ich mich erinnern, wenn ich ein Cabrio sehe. So wie die Sonne in ein Cabrio hineinscheint, so bescheint Gottes Liebe und Gottes Gnade unser Leben. Ja, dann, wenn er sagt, dir sind deine Sünden vergeben, gehe hin in Frieden, da bescheint Gottes Gnade mein Leben, so wie die Sonne jetzt in den Sommertagen immer wieder in die Cabrios scheint. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege, ja eine große Gnadensonne, die mein Leben bescheint. Und ich glaube, es gibt auch noch Bibelworte für die Zeiten, wo es im Leben rau und steinig wird. Dieses Auto sieht aus wie ein Geländewagen und kennen wir nicht auch diese Zeiten im Leben, wo wir einen Geländewagen brauchen können könnten? wo es unwegsam wird, wo wir keine Straße mehr erkennen können, wo wir wissen, ich muss da durch, aber ich weiß nicht wie. In diesen Zeiten, vielleicht ja auch jetzt in der Corona-Krise, da hält Gottes Wort Worte für uns bereit wie, fürchte dich nicht, denn ich bin dein Gott, ich halte dich bei deiner rechten Hand, oder Bibelworte wie, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Bibelworte, wo Gott sagt: Ich gehe mit dir mit. Du bist nicht allein auf den rauen und steinigen Wegen des Lebens. Du bist nicht allein in deinen Krisen. Gottes Wort ist da wie ein Geländewagen, den nichts aufhält. Bibelworte, die mit uns mitgehen, ganz gleich, was kommt. Wenn Jesus sagt: in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das sind Bibelworte, die gehen mit uns mit, ganz gleich was kommt, so wie ein guter Geländewagen durchkommt, ganz gleich was sich vor ihm auftut. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich wünsche uns, dass wenn wir in Zukunft wieder Leitpfosten sehen, auf der Landstraße oder Autobahn, dass wir uns erinnern, so wie es diese Pfosten gut mit uns meinen. So meinen es Gottes Gebote mit uns gut. Er will, dass wir auf der rechten Straße bleiben, wo unsere Lebensfahrt gelingt und wir wohlbehalten an unserem Ziel ankommen. Und wenn ich in diesem Sommer wieder sehe, dass die Sonne in ein Cabrio scheint, dann möchte ich mich erinnern, so bescheint mich Gottes Gnadenlicht, seine Gnadensonne. Und wenn ich wieder ein Auto sehe, das aussieht wie ein Geländewagen, oder ein richtiger Geländewagen mir begegnet, dann will ich mich erinnern, dass Gottes Wort mitgeht, auch wenn es steinig wird, wenn raue Wege, wenn schwere Zeiten kommen. Ich meine, wir können dem Psalmbeter zustimmen, wenn er sagt, Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Bleiben Sie gesund, behüt sie Gott. Ade.